Erst Ölringer, dann Olympiasieger. Bevor der Sport losgeht, werden Bayram und Aydıncan erst einmal mit Olivenöl übergossen. So kann sie der Gegner schwer greifen. Die Brüder gehören zur Volksgruppe der Roma in der Türkei. Nur durch ihren Sport haben sie die Chance auf eine bessere Zukunft. Denn die Jugendarbeitslosigkeit unter Roma liegt bei 65%. Das ist mehr als dreimal so hoch wie der türkische Durchschnitt. Aydıncan gewinnt viele Kämpfe und Bayram hat es bereits in ein Sportförderprogramm geschafft. Ihr großes Ziel?